Was für Beweise haben Sie gegen Frau Huber in der Hand? In der Hand habe ich nur meine Dienstwaffe, Maloney. Ich habe jeden Sonntag habe ich das erdulden müssen mit dem Maloney. Hast du Sturmschäden im Dach, gell? Sei ehrlich. Mindestens. Ja, da fehlt so mancher Balken bei dir. Da musst du mal das wieder heilen lassen. Du bist so ein Psychopather oder so, oder wie? Ja. Hörst du denn das immer noch oder hast du keinen Strom mehr? Ja, ich höre es leider immer noch. Ich habe es heute wieder gehört. Es ist erschreckend, Mord und Totschlag. Aber sag mal, heute hast du das gehört? Das kann doch gar nicht sein. Heute ist doch nicht Sonntag. Dich habe ich gehört. Ach so, jetzt? Das ist deine eigene Schuld. Das war ja freiwillig alles, ne? Oh. Das war freiwillig, aber sehr amüsant. Du hast mir vorher gesagt, es war zu lang. Weshalb? Naja, die Leute wurden langsam. Die jungen Menschen, die haben nicht so Geduld, weißt du? Ja, die Jungen, dazu gehören wir nicht. Ja, leider oder doch. Besser so, gell? Besser so, ja, ja, ja. Ja, jetzt trinkst du ein Rivella Grün. Jetzt trinke ich ein Rivella Grün, bin ein Grüner. Das sieht man doch an meinen Ohren, oder nicht? Nur ganz grün. Jetzt ohne Mantel natürlich schon ein bisschen gefälliger. Die Rolle ist weg. So wie der Mantel ausgezogen wird, ist die Rolle abgestreift. Die ganze Ausstrahlung, weißt du? Alles ja. Weg. Das ist wie ein Fuchs ohne Fell. Sieht aus wie ein Kaninchen, nur größer. Ja, der Schwanz besser. Ist länger. Das weiß ich nicht. Der Schwanz ist länger. Wenn er nicht hängen geblieben ist in der Tür mit dem Schwanz. Der Fuchs natürlich. Ja, also vielleicht sollten wir auf unsere minderjährigen Zuschauer Rücksicht nehmen. Minderwertigen Zuschauer. Minderwertigen, ja, dazu gehören wir jetzt ja beide. Jetzt würde ich mal den Polizisten was fragen. Der erzählt ja sehr gerne was. Was könnte ich ihn fragen? Ja, warum er Ohrstöpsel trägt zum Beispiel. Für was sind die Ohrstöpsel? Wechseltypen wie mir, oder was? Ich verstehe überhaupt nichts. Unmöglich. Er will einfach seine Neutralität wahren, darum will er keine fremden Einflüsse zulassen, glaube ich. Ich verstehe nichts. Das ist das Gesetz, der Arm vom Gesetz, oder? Ich spüre nur, dass der Boden sich bewegt. Ja, immerhin, da rede ich aber genug laut, oder? Im Takt, oder? Also wir wollen den Polizisten nach Dienstschluss nicht belästigen, oder? Auch Rivella Grün? Sind die gesponsert, oder was? Nein. Beide, oder? Er hat gesagt, er nimmt Rivella Grün. Da habe ich gesagt, was soll ich nehmen? Ich sagte, ja gut, dann nehme ich auch Rivella Grün. Schön, dass du jetzt auch etwas hörst. Ich weiß nicht, was das ist. Das weiß nicht, was das ist? Ja, Rivella. Das ist ein Vorläufer vom Rivella Gel, der jetzt kommt. Rivella Grau? Gel. Gelb. Gel. Gel ist halt Aargau, weißt du? Ja, weiß auch nicht. Aber es ist in jedem Fall ohne Alkohol. Ja, es hat Milchserum drin, das könnte ähnlich wirken, glaube ich. Das ist alles. Es ist einfach, zum Autofahren sollte man also keinen Alkohol nehmen. Das ist wahr, ja, vor allem wenn man bei der Polizei arbeitet natürlich. Ja, und sonst muss ich noch lange da bleiben, bis alles abgebaut ist. Ja, also Prost. Aber das ist auch nur Most abgefüllt in eine Bierflasche. Merci.